Die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen gestiegen und gestiegen. Viele Hausbesitzerinnen und Mieter haben bereits die Post mit den neuen Abschlägen und Preisen in den Händen gehalten, die sie jetzt zahlen sollen. Für viele Menschen ein existenzbedrohender Schock. Gestern hat der Expertenrat der Bundesregierung eine Preisbremse vorgestellt. Ob und wie die helfen soll, das besprechen wir heute mit unserem Finanzexperten Hermann Josef Tenhagen. Ich grüße Sie. Hallo, Gussi. Wie können wir uns diesen Energiepreisdeckel vorstellen? Es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist, im Dezember sollen wir im Grunde für unsere Heizung, für unsere Gasheizung oder Fernwärmeheizung nicht zahlen müssen. Wer direkten Vertrag mit seinem Anbieter hat, der soll den Abschlag nicht zahlen müssen oder der Abschlag wird nicht abgebucht. Wer Mieter ist, dessen Vermieter, der hat ja den Vertrag, der sollte als Vermieter nicht zahlen müssen und der sollte das bitte weitergeben. Das ist die Idee, um im Winter so ein bisschen Hilfe zu bringen, so eine Art Weihnachtsgeld. Und die zweite Idee ist, ab kommendem März, also ab Anfang März nächsten Jahres, soll der Gaspreisdeckel gelten. Und ich habe mal versucht, das aufzumalen, was das bedeutet. Also wir haben, in diesem Jahr habe ich 10.000 Kilowattstunden Gas gebraucht. Wenn das teuer ist in Ostdeutschland, hier kostet das 25 Cent pro Kilowattstunde. Das macht künftig 2.500 Euro im Jahr oder reichlich 200 Euro im Monat. Künftig soll das so sein, ab 1. März, dass 80% davon, also 8.000 von diesen 10.000 Kilowattstunden, soll ich zu 12 Cent bekommen. Das kostet dann noch 960 Euro. Und die restlichen 20%, da muss ich den alten Preis bezahlen, 25 Cent. Das macht nochmal zusätzlich 500 Euro. Macht, wenn ich nichts einspare, 1.460 Euro oder ein Tausender weniger. Das ist schon jetzt, das ist mal ein nicht Wort. Nichts. Ne? Und wenn ich jetzt noch auf den Gedanken käme, ich könnte wirklich was einsparen gegenüber dem Jahr. Also ich könnte zum Beispiel die 20% eingespart bekommen, dann wäre ich bei 960 Euro statt 2.500. Das wäre sogar 1.500 Euro, die ich gespart hätte. Kommt eigentlich jetzt noch dann die 7% drauf? Nee, die sind immer schon drin. Ah, okay. Also bei den 12 Cent, das ist ein Bruttopreis. Das okay. Sagen Sie auch ganz wichtig, ist ganz wichtig. Da sind alle staatlichen Abgaben und die Mehrwertsteuer ist alles schon drin. Okay, also auf jeden Fall ist eine Einsparung natürlich nicht so günstig, wie es noch ja, bei weitem nicht so günstig. Das ist mehr als doppelt so teuer wie 2020. Ja. Und man muss ja auch sagen, im Winter haben wir dadurch noch nicht so eine richtige Hilfe. Weil ehrlich gesagt, wir heizen am meisten im Dezember. Okay, da kriegen wir was Geld. Im Januar, da müssen wir den vollen Preis bezahlen. Und im Februar, da müssen wir auch noch den vollen Preis bezahlen. In den beiden kältesten Monaten, warum eigentlich? Weil die nicht fertig werden mit dem Modell. Nee. Und da sind sowieso noch jede Menge Untiefen dran. Also das ist jetzt der Vorschlag von der Kommission, der ist auch gut. Die Regierung hat auch gleich gesagt, finden wir prinzipiell alles prima. Und jetzt müssen die halt nur verwaltungstechnisch in die Spur kommen und das alles umsetzen. Die Dezembernummer ist am einfachsten, weil das können sie mit den Anbietern machen. Also dann kassiert halt einfach der Gasanbieter nicht. Sowohl bei mir persönlich oder auch bei meinem Vermieter. Das ist relativ und einfach zu regeln. Und der Anbieter, der schreibt dann der Bundesregierung eine Rechnung. Genau, zum 1. Dezember steht da drin, eine Rechnung schreiben an die Bundesregierung, kriegt er Geld. Okay, also da haben jetzt wahrscheinlich viele Leute direkt noch wieder Anschlussfragen im Kopf. Die können Sie gerne loswerden, liebe Zuschauer. Ich gebe Ihnen nochmal die Telefonnummer, es ist die 0182 2 15 15 17. Es kamen ja auch schon eine Menge Fragen sicherlich in der letzten Stunde. Worum ging es da hauptsächlich? Also zwei Bereiche vor allen Dingen. Der eine Bereich ist, ich habe aber gar keine Gasheizung, kriege ich auch irgendwo Geld? Und der zweite Bereich war tatsächlich, wie funktioniert das mit diesen Abschlägen im nächsten Jahr und mit dem Dezember? Okay. Was wird denn da eigentlich zugrunde gelegt? Ich kann ja schon jetzt mal ein, zwei Fragen vorlesen, die hier bei mir auf dem Tablet stehen. Da zum Beispiel fragt Herr Rückert, wird denn die Energiepauschale von 300 Euro trotzdem ausgezahlt? Die kommt ja dann, glaube ich, mit den Abrechnungen im Oktober. Die Energiepauschale wird ohnehin ausgezahlt für die Rentnerinnen und Rentner und Pensionäre im Dezember. Ja. Und die Leute, die arbeiten, sollen sie im September schon bekommen haben. Und wer als Rentner noch gearbeitet hat, kriegt sie auch zweimal. Nämlich einmal im September und einmal im Dezember. Kriegen sie nicht auseinanderdividiert. Ist dann mal zum Vorteil der Leute. Soll es auch geben. So, und dann habe ich hier von Frau Schneider die Frage, ich habe eine Fernwärmeheizung, bekomme ich den Abschlag im Dezember auch geschenkt? Ja, das ist so vorgesehen für Fernwärme und Gas. Warum ist das eigentlich immer so ein Unterschied, Fernwärme? Weil da wird ja oftmals gesagt, ja, betrifft mich das überhaupt und so. Naja, also ungefähr die Hälfte der Fernwärme in Deutschland wird mit Gas hergestellt. In Ostdeutschland, Mitteldeutschland noch mehr.
Und deswegen hat man dann überlegt, dass man das gleich dann anschließt und gleichstellt. Da gibt es dann auch etwas andere Zahlen, aber das Prinzip ist das gleiche. Okay, dann haben wir noch eine Facebook-Frage, glaube ich, um das Ganze dann nochmal mehr oder weniger zu komplettieren. Da heißt es, wie sieht es mit Öl aus? Viele haben ja auch Ölheizungen und das kostet mittlerweile auch dreimal so viel wie 2021. 2000 Liter Öl, 4000 Euro. Wer kann sich das leisten? Für Öl gibt es bisher also jetzt keine klare Regelung. Die Kommission hat reingeschrieben, Leute, wir müssen auch reingucken, wie ist das mit Öl, wie ist das mit anderen Heizformen. Da gibt es auch Leute, die finanzielle Probleme haben werden. Also die überlegen da noch dran rum. Aber da ist jetzt in dem ersten Entwurf noch nichts drin. Das war ja auch nur Zwischenbericht, haben die es genannt. Und wollen bis zum Ende des Monats auch noch mal deutlich reinschreiben, wie denn eingespart werden kann. Weil natürlich am wirkungsvollsten wäre, wenn man diese 500 Euro auch noch einsparen könnte. Und vor allen Dingen brauchen wir das auch, weil wir haben einfach zu wenig Gas. Also das ist jetzt einfach, wir haben 50% des Gases aus Russland bezogen und die sind schlicht nicht da. Und man kann man da zukaufen und die Holländer fördern noch ein bisschen mehr und die Norweger und dann gibt es ein bisschen Flüssiggas. Aber es ist halt zu wenig und deswegen ist Einsparen schon wichtig. Ja, wir haben es ja nun auch dank Ihrer Grafik hier gesehen, dass auch das Einsparen dieser 20% einen enormen Unterschied machen kann am Ende. Also das ist ein guter Anreiz für alle, da mal ein bisschen auf die Heizung zu achten. Übrigens, das ist übrigens auch in den beiden Monaten, Januar und Februar, da bin ich auf jeden Fall bei diesem hohen Preis. Wenn ich da einspare, dann sehe ich das tatsächlich auf meiner Endabrechnung. Das wird richtig krachen und also einsparen hilft da eine Menge. Vielleicht kann man sich den zweiten dicken Pullover von Herrn Schäuble ausleihen. Der hat ja wirklich zwei dicke Pullover übereinander an. Gut, da machen wir jetzt wieder ein anderes Fass auf. Nein, machen wir nicht. Nee? Also, einfach nur noch mal, um es zu verstehen. Also, wenn wir von 80% reden, die dann demnächst den reduzierten Betrag noch zahlen müssen, wie kommen diese 80% zustande? Von welchem Betrag? Was ist der Vergleichswert? Die nehmen den Vergleichswert, der jetzt im September gerade gültig war. Wenn ich jetzt im September eine Heizung hatte, dann habe ich einen Abschlag bezahlt. Und diesem Abschlag lag ein Jahresverbrauch zugrunde. Der vom letzten Jahr? Der vom letzten Jahr. Also von 2021? Ja, der von 2021 bis 2022, womit die gerechnet haben für diesen September. Mhm. Und den nimmt man als Grundlage und sagt, also letztes Jahr hast du beispielsweise 10.000 Kilowatt schon gebraucht und dann kriegst du nächstes Jahr 8.000 billig und den Rest musst du bezahlen. Und wenn man vergangenes Jahr halt 20.000 gebraucht hätte, dann würde man eben sozusagen 16.000 billig kriegen und 4.000 müsste man teuer bezahlen. Oder man spart sie ein. Das ist ja die Idee. Nur mal so als Einordnung, wenn ich mir jetzt mal den Brief vom Versorger angucke. Was wäre denn ein hoher Verbrauch, ein niedriger Verbrauch? Also nehmen wir mal, ich habe eine vierköpfige Familie. Vierköpfige Familie, ein hoher wäre 20.000 und niedriger wäre alles unter 15. Kilowattstunden. 15.000 Kilowattstunden. Und sonst sagt man immer, ein Single 7.000, Pärchen 10, 12. Ein frisch verliebtes Pärchen ein bisschen weniger. Genau, wenn man viel persönliche Hitze hat, braucht man weniger oder einen Kamin zum Beispiel. Ja, genau. So, wir gehen mal ins Telefon, der Herr Böhme hat eine Frage. Hallo, Herr Böhme. Ja, hallo, ein Studio. Ich hätte eine Frage. Und zwar sind wir Besitzer eines Flüssiggastanks. Wir füllen also einmal im Jahr unseren Tank, haben dies Jahr schon die heftigen Preise bezahlt, aber mir kam ja keine Abschlagszahlung. Wie wird das dann bei uns, wie ist das bei uns gedacht? Flüssiggaskunden bekommen leider keine Förderung da an der Stelle. Bis gar nicht, bisher. Das heißt, also in dem Programm von der Kommission steht drin, man muss auch gucken, wie das denn bei den anderen Kunden ist, also Flüssiggaskunden, Leute mit Ölheizung oder so, ob man da Hilfen machen muss. Aber im Augenblick ist da nichts beschlossen und sie sind mit ihrer Flüssiggasrechnung zurzeit noch alleine. Das heißt, sie kriegen vielleicht sie kriegen sicher die 300 Euro oder sie haben die schon gekriegt, aber nicht, keine extra Förderung bei der Energie. Herr Böhme, wie viel teurer ist es denn geworden? Es war das Dreifache gegenüber Forscher. Das Dreifache, Halleluja. Ja. Jups. Ja. Gibt es da noch Hoffnung? Weil nun die müssen da drauf gucken, das ist ja klar. Also es hilft ja nicht. Also am Ende des Tages ist das ja für den Staat auch so, wenn man seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt Ihre Rechnung fürs Heizen nicht bezahlen können, Sie können auch in dem Monat Hartz beantragen. Wenn Sie eine Nachzahlung hätten für die Heizung, dürften Sie zum Amt gehen und sagen, nur in dem Monat, weil Sie in dem Monat die Nachzahlung zahlen müssen, ich möchte gerne eine Hilfe haben. Ich würde mal mit den Sozialverbänden reden, mit Ihrem da um die Ecke, ob es Caritas oder Volkssolidarität ist, es Wurst,
ob das eigentlich auch funktionieren kann, wenn Sie Ihren Heizöltank oder Gastank oder Flüssiggastank in dem Fall voll machen müssen. Weil Sie müssen ja gucken, dass Sie über den Winter kommen. Sie können ja nicht sehenden Auges nicht mehr heizen, weil dann geht das Haus kaputt. Naja, vielleicht setzen sich noch mal alle zusammen und denken auch über Flüssiggas und Öl und sowas nach. Die Kommission denkt sowieso bis Ende Oktober noch nach, weil sie an vielen Stellen deshalb nachdenken muss. Deshalb dauert das ja auch noch alles so lange. Deswegen dauert das auch, klar. Aber also, Pelletheizung gibt es ja auch noch. Genau, und auch da ist es teurer geworden. Ja, kann man eigentlich pauschal, ne? Okay, Herr Böhm, erstmal vielen Dank für Ihre Frage. Gute Frage. Herr Fröhlich hat auch, glaube ich, noch eine gute Frage. Hallo, Herr Fröhlich. Hallo, einen recht schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Mir geht es darum, weil ich in einem Einfamilienhaus wohne und auf Mietsbasis muss ich Dezember für diesen Vermieter die 215 Euro Gas bezahlen. Das ist jetzt eine Frage, wenn Sie als Mieter in dem Haus wohnen, haben Sie die Rechnung, haben Sie den Vertrag mit dem Gasanbieter, dann bekommen Sie selber, müssen Sie den Abschlag nicht bezahlen. Wenn er den Abschlag, dann müssen Sie mit ihm darüber reden, wie das funktioniert. Weil Sie müssen den auf keinen Fall zahlen. Die Frage ist nur, wie schnell kommen Sie an das Geld? Passiert das erst bei Ihrer Nebenkostenabrechnung am Ende oder schaffen Sie das mit dem Vermieter gemeinsam zu sagen, also der hat einen Abschlag, den er nicht zahlen muss und für das Haus und den gibt er gleich an Sie weiter, indem Sie den nicht bezahlen müssen? Ja, dann muss ich mit den Vermietern noch mal reden. Genau, dass es schnell geht, weil spätestens bei der Nebenkostenabrechnung kriegten Sie das Geld, aber das hilft Ihnen ja vielleicht nicht. Sie wollen das Geld ja diesen Winter haben. Wichtig ist aber die Information, dass er das auf gar keinen Fall bezahlen muss. Er muss es auf gar keinen Fall bezahlen. Es steht, also Plan der Kommission, ne? Kommission sagt, alle Mieter sollen dieses Geld von ihrem Vermieter bekommen, weil der kriegt ja erstmal, der muss ja erstmal nicht bezahlen. Okay, alles klar. Das habe ich verstanden. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Vielen Dank, Herr Fröhlich. Tschüss. Dann tschüss. Dann haben wir noch eine Facebook-Frage, die auch ganz gut dazu passen würde, von Herrn Frommann. Wie wird die Gaspreiserhöhung bzw. Rückzahlung bei einer Genossenschaftswohnung geregelt? Naja, mit der Verwaltung ihrer Genossenschaftswohnung. Die haben ja das gleiche Prinzip. Also da gibt es jemand, entweder hat die Genossenschaft oder die Hausverwaltung hat diesen Vertrag mit dem Gasanbieter und diese Genossenschaft oder der Verwalter muss diese Rechnung im Dezember nicht zahlen, respektive die wird nicht abgebucht oder die Lastschrift wird nicht gezogen. So, und dann hat er das Geld auf dem Konto und dann ist die Frage, wie schnell ist die Genossenschaft in der Lage, den Menschen, die sozusagen das Geld bekommen sollen, das jetzt auszuzahlen. Schaffen die das im Dezember oder machen die das erst irgendwann mit der Nebenkostenabrechnung? Und da hängt natürlich auch noch dran, das ist ja alles ein Plan einer Kommission. Und jeder Plan einer Kommission muss auch noch mal in Gesetz umgesetzt werden. Und soll das ja, wenn es denn so kommen wird, wovon wir jetzt mal ausgehen sollten? Also ich glaube, wie lange dauert das dann? Also wie lange können wir uns dann über diese etwas niedrigeren Preise freuen? Den Dezember haben wir erstmal, das kriegen Sie hin. Und das andere ist erstmal bis April 2024 geplant. Ja. Und dann wird weitergeguckt. Und die Kommission hat gesagt, sie hat ja diese 12 Cent festgelegt, was ja doppelt so viel ist oder mehr als doppelt so viel wie vorher. Sie hofft, dass sie langfristig in dieser Region also mit dem Preis bleibt. Also das heißt sozusagen, dass nachher es nicht mehr teurer wird, aber dass auf den 12 Cent auf dem Niveau das bleibt. Und alles, was drüber ist, dass man das nicht mehr künftig dann nicht mehr wird haben. Auf jeden Fall so richtig in den Genuss dieser Vorteile kommen wir dann ja erst im nächsten Winter, 23, und 24, weil dann ja auch Januar und Februar. Ja, und im nächsten Winter ist es vielleicht sogar noch wichtiger, weil wir haben ja das gleiche Gasproblem wie diesen Winter. Plus oder minus die Lieferungen aus Russland, die wir in diesem Sommer noch hatten, die Speicher voll gemacht haben, die gibt es im nächsten Sommer bestimmt nicht. Gut, nicht gut meine ich, aber... Ja, Sie wissen schon. Ne? Jetzt wissen schon, das war ein abschließendes Gut. Im Sinne von, wir haben noch viele Informationen zum Thema für Sie aufbereitet, liebe Zuschauer, auf unserer Homepage mdr.de in der Rubrik Leben. Finden Sie unter anderem, ich zeige Ihnen das mal hier nochmal, einen langen und ausführlichen Artikel zum Thema, wie man beim Duschen oder beim Heizen Geld sparen kann. Oder auch ein ganz aktuelles Interview, was wir gestern noch mit den Ten Hagen geführt haben, was in den Informationen noch ein bisschen darüber hinausgeht, was wir heute besprochen haben. Ansonsten lohnt sich sowieso mal die neuesten Haartrends, zum Beispiel gestern mit Herrn Hensche besprochen, finden Sie hier auch. Wenn Sie sich das einfach alles mal in Ruhe angucken, da finden Sie auch zum Thema Energiepreise noch viele weitere
Artikel, ja, Herr Ten Hag, wir werden noch öfter mal drüber sprechen, über das Thema. Genau, und ab jetzt gilt es sparen, damit das eben nicht so teuer wird diesen Winter. Ich habe es jetzt richtig verstanden heute, muss ich sagen. Ich habe es verstanden, mir war das alles ein bisschen schwummerig noch seit gestern und wurde natürlich auch viel spekuliert und geredet. Vielen Dank, dass Sie da uns mal ein bisschen Klarheit verschafft haben. Gerne.